Hallo ihr Lieben, hier ist Laura von Loving Curls und heute nehme ich euch wieder sehr gerne mit auf meinen wöchentlichen Waschtag. Ich werde euch heute einmal zeigen, wie das Wet Plopping funktioniert und wie meine Haare danach aussehen. Ich zeige euch natürlich alle Produkte, die ich verwende, zeige euch natürlich auch, wie ich sie in meine Haare einarbeite und wie ich dann meine Haare trockne. So, ich habe jetzt meine Waschroutine zusammengestellt und ich zeige sie euch gleich einmal. Ich werde als erstes das Haaröl hier für meine Kopfhaut verwenden, denn ich neige zu trockener Kopfhaut und muss zugeben, dass ich dies hier wirklich toll finde. In den letzten paar Wochen habe ich das ja ausgiebig getestet und ich mag es sehr, sehr gerne. Dann werde ich heute das allererste Mal diesen Conditioner von Essere oder Essere verwenden. Das ist mit Zitrone und Mango, also eher fruity. Da bin ich sehr gespannt, wie meine Haare drauf reagieren. Ich habe in den vergangenen Tagen festgestellt, dass meine Haare eher leichte Produkte benötigen, während meine Haare eher in den Wintermonaten sehr gut und sehr reichhaltig mit Nährstoffen versorgt werden können, geht das im Sommer eigentlich bei mir ein bisschen einfacher. Ich brauche gar nicht mehr so viel im Haar zu haben und auch gar nicht so viele Pflegeprodukte. Ich habe mich jetzt für diesen Leave-In Conditioner von Innocence entschieden, dass ich den für den heutigen Waschtag verwende, damit meine Spitzen auch sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt sind. Und für das Styling, ich werde heute übrigens keine Curl Cream oder ähnliches nehmen, aber für das Styling nehme ich eine Mischung aus Camille Rose Curl Maker und vom Ecoslay Jello Shot. Den gab es übrigens in der letzten Lockenbox und ich habe den jetzt ein paar Mal getestet. Muss zugeben, einmal habe ich ihn zu reichhaltig in meine Haare getan und der Cast ging gar nicht mehr raus. Also von diesem Produkt wirklich nur ganz, ganz wenig verwenden, damit ihr ja ein schönes Ergebnis habt. Beziehungsweise wenn ihr sehr, sehr krause Haare habt, dann könnt ihr den sehr, sehr gut verwenden und er wird halten. Also egal, was ihr damit vorhabt, der wird halten. Das kann ich euch versichern.
Meine Lieben, das war mein heutiger Waschtag. Wie ihr seht, hat Wet Plopping einen ganz krassen Effekt auf meine Locken. Ich habe sie danach nur noch gescrunched und mit einem Diffuser geföhnt. Wie gesagt, wenn ich sie lufttrocknen lassen würde, was natürlich besser für die Haare wäre und für die Kopfhaut, dann würden sie ein wenig weiter aushängen. Allerdings finde ich ganz toll, wie definiert meine Locken sind, ohne dass ich irgendwie eine Deadman Brush oder Finger Coiling oder Finger Rolling oder irgendetwas machen musste. Das heißt, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, um ehrlich zu sein, mit meinen Haaren. Es fühlt sich alles toll an und ich bin ganz angetan von diesem Conditioner in Kombination mit dem Haaröl von Unique, denn beide haben eine wirklich tolle Duftnote und ich habe das Gefühl, dass ich direkt meinem Körper was Gutes tue, während ich meine Kopfhaut als erstes pflege und danach mit dem Conditioner meine Haare wasche. Also kann ich euch empfehlen. Ich schreibe euch alle Produkte nochmal auf und ich freue mich auf unser nächstes Video. Bis bald, eure Laura.